Beeindruckend, wie viele Leute Justin Bieber Songs mitsingen können. Ja, das ist wirklich beeindruckend, weil sie auch nirgends gespielt werden. Ja. Wo man sie mitsingen könnte. Wir haben früher mal gefragt, vorab, wer ist Justin Bieber Fan? Ja. Hat nie einer zugegeben. Wir wollten uns jetzt einfach überraschen lassen. Alle singen mit. Super. Wir kommen jetzt zu unserer dritten Single quasi wieder zurück in die Vergangenheit. Und diesen Song haben wir immer mit einer wichtigen Frage verbunden. Jetzt kommt's. Achtung, ihr werdet nie raten, was jetzt kommt. Die ist so originell, diese Frage. Ja. Aber wir verraten euch schon eins jetzt. Eure Antwort muss ein Ja sein und das wahnsinnig enthusiastisch. Ja. Okay. Leitsch. Nach der Frage. Ganz wichtig, nach der Frage. Wichtig ist ja, lasst mich zu Ende fragen. Leipzig! Habt ihr Bock auf Rock'n'Roll? Piano in einer Kneipe gefunden und gesagt, so, hey, du kleines süßes Ding, wie wär's mit uns? Acht. Wir waren schon damals sehr offen. Das Piano wollte unbedingt ein Rock'n'Roll-Piano werden und ein Solo spielen bei einem unserer Songs. Um diese Geschichte jetzt real nacherzählen zu können, gibt es jemanden hier im Publikum, der tatsächlich ein bisschen Klavier spielen kann? Er muss kein Virtuose sein, nur so ein bisschen Klavier spielen. Du? Kannst du Klavier spielen? Ein bisschen, ja, das reicht. Unsere Band kann es auch nur ein bisschen. Dann kommen wir nach vorne. Du bist dabei! Ja. Und ganz, ganz wichtig, sobald die junge Dame hier auf der Bühne ist, müsst ihr ausrasten. Oh mein Gott, die junge Dame ist auf der Bühne! Oh mein Gott. Ich habe auch noch die Nummer vorher. Ja, ja. Das ist AG! AG! AJ, setz dich. Achso, der Herr ist im anderen Hallo.
Entschuldigung, so, das ist hier kein Speed-Dating. Angie, setz dich! Angie, wir haben schon. Setz dich, Angie. Du merkst, Digga, wird nervös. Angie, hörst du uns hier, Angie? Hörst du uns hier? Ja? Okay, Angie. Okay, gut. Hast du Klavierunterricht? Nicht mehr. Nicht mehr, weil du zu schlecht warst. Nein, weil sie perfekt war und deswegen aufgehört hat. Achso. Wenn ich jetzt sage, dass wir gerade Blues in A spielen, sagt ihr das was? Ja. Denn wir wollen, dass du jetzt ein Solo spielst. Eigentlich reicht es, wenn du die A-Tasten, ja, zum Beispiel die und die, Solo-like spielst, ja. Entweder als Achtel, als Sechzehntel oder auch als 32. oder 64. Je nachdem, wie schnell du bist, ja. Und Angie, ich sag dir was. Wir spielen das Spiel nicht zum ersten Mal, ja. Nein. Du kannst jetzt hier total perfektes Solo abliefern, ja? Richtig, das ja. Ist gut. Aber wenn du jetzt hier richtig abspackst, dann feiern dich alle, ja? Das heißt, hau lieber mit deinen Füßen, mit deinem Kopf, mit allem, was du hast, auf die Taste rum und scheiß drauf, was du spielst, ja? Feier mit uns, okay? Bist du bereit, Angie? Seid ihr bereit, Mensch? Gut. Tschüss.